Hey ihr Lieben, herzlich willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wollte die neue TamTam Beauty to go Sundown Palette für 14,95, glaube ich, hat sie gekostet. Habe ich heute Gott sei Dank meiner Payback-Punkte einlösen können, weil ich habe sie so angeschaut und gedacht, ja, sowas haben wir schon in der Drogerie. Zwar vielleicht nicht in demselben Schema, aber man muss ja nicht alles immer gleich haben. Und also wenn man sie rausholt, ist sie in dieser Schutzhöhle. Ich hatte nur vorher mal reingeguckt, weil ich gedacht habe, oh, nicht, dass sie kaputt ist, dann muss ich wieder zurück in den Laden fahren und da ist ungefähr so 12 Also Kilometer von von daher. mir. Kann ja immer passieren. Die Farben sind ganz, ganz schön, muss ich sagen. Also gefällt mir wirklich gut. Ich habe schon viele Videos darüber gesehen. Was heißt viele? Vielleicht vier Videos von ihr selber, dann von der Katis Kosmoswelt. Die hat tolle Reviews gemacht. Ich kann euch gerne ihre Videos unten verlinken. Ich fand auch die Review von der ersten gut. Ehrliche Meinung. Das ist nicht unbedingt immer schön, aber es ist ihre Meinung gewesen. Und wollte unbedingt mal gucken, eigentlich wollte ich so vor ein paar Tagen schon gucken, aber gut. Ich muss sagen, ich bin etwas erkältet, vielleicht hört ihr das, ich war gestern auch schon, als ich mich mit der Palette von der 1991 geschminkt habe. Und die riecht weniger. Ich weiß noch nicht, ob das meine Nase ist oder an sich die Palette nicht. Weil Ja, das ist bei diesen silber-goldenen Verpackungen so, ich sehe gerade, da ist irgendwas. Seht ihr das auf der Kamera? Was ist der Schatten? Ich habe keine Ahnung. Naja, so sehen die Paletten aus, unterscheiden sich nicht wirklich. Ich würde auch sagen, vom Gewicht her nicht so. Ich guck mal vom Aufmachen. Also die geht ganz easy auf, muss ich sagen, bei mir. Mit der hatte ich heute ein bisschen Stress, aber die geht auch ganz gut auf. Also da, ja, es hat sich auch hier nichts geändert. Steht hier eigentlich alles gleich drauf. Ja, und von der Menge hat sich auch nichts getan. Also ist alles gleich geblieben, auch 24 Monate haltbar. Wir halten uns aber eigentlich so an den Sachen nicht. Ihr seht, ich habe gut verwendet. Ich habe sie ein paar Mal tatsächlich auch so für den Alltag genutzt, weil ich finde, das ist eine gute, solide Palette. Was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt, ist dieses Aschige. Ich bin relativ hell, aber ich habe so einen Gelbstich. Und ich finde, bei mir wirkt das, als hätte man mich geschlagen oder ein bisschen dreckig. Es ist nicht so mein Favorit, muss ich sagen. Sonst zu der Palette kann ich eigentlich sagen, ja, okay. Ich hätte sie vielleicht angeboten für 6,95, wenn das gegangen wäre, ne? So, das war noch so eine Schmerzgrenze, sag ich mal. Sozusagen, ach, nehme ich mal mit. So habe ich echt drüber nachgedacht, brauche ich sie? Möchte ich sie wirklich testen? Aber es war dann irgendwie der Ehrgeiz, sie einfach nur zu testen und gucken, warum andere sie gut finden Ich oder würde nicht. einfach sagen, ich schmink mich nebenbei und dann gucken wir mal, wie sie ist. Es wird vielleicht nicht die beste Review, sage ich mal. Meine Softbox ist auch nicht da und ich filme nur mit dem Handylicht. Und ich denke, dass es ganz normal sein wird. Es ist verflucht normal, sich mit einer Palette aus der Drogerie normal zu schminken. Ich erwarte nichts dermaßen hochpigmentiertes. Das tue ich nicht, weil es ist eine To-Go-Palette. Wir sind viel zu viel Qualität gewohnt, also im höchsten Niveau, ja, dass wenn man einmal reinditscht, ja, zum Beispiel die 100, nein, die 1991er Palette zum Beispiel von Ellie ist super pigmentiert, ja, wirklich ganz, ganz toll und man kann nicht meckern, ja, egal wie man es aufträgt, es funktioniert. Ich erwarte von einer Palette, dass es funktioniert, ist halt einfach so. Die Palette muss für mich einfach klappen. Sie darf nicht zu hochkompliziert sein mit dem Verblenden. Sie muss einfach schön aussehen. Die darf nicht zu krümeln, weil oftmals mache ich mein Make-up einfach danach. Natürlich bei Paletten, wo ich jetzt weiß, also ich möchte es jetzt einfach nicht riskieren. Ich möchte jetzt einfach das Video abdrehen, sagen wir es mal so. Ich möchte nichts riskieren. Ich dachte, ich ziehe mir so ein Peach ockerfarbenes Oberteil an, was ganz gut passt. Ich habe hier ein paar Pinsel, die sauber sind und ein paar Pinsel, die nicht ganz so sauber sind. Ich muss dringend meinen Sohn in die Reinigung geben und auch
die Pinsel. Ich nehme einfach ein Kosmetiktuch und streiche das ab. Ihr wisst ja, ich trage eigentlich selten Primer auf. Ich versuche euch ein bisschen, wenn ich zu viel reinsumme, dann sieht das ein bisschen, was ist euch denn lieber, nah dran oder lieber weiter weg? Und ihr kennt das so oder so, weil oftmals verschwinde ich einfach. Ich benutze natürlich nicht die alte. Ich hatte erst gedacht, ein Video erstmal mit der alten zu machen, aber das können wir immer noch machen. Ich meine, es gibt genug Tage im Jahr. Mich reizt sehr dieser Ton hier. Das ist so ein schwarzer, ja, man kann Schwarzglitzer, das sind alles drei Glitzertöne. Also so scheint es mir in der Palette einfach. Ich habe sie noch nicht geswatcht. Ich will sie auch gar nicht swatchen, ich will direkt anfangen. Ich trage mir den peachigen Ton auf, und zwar der in der Queen. Mitte. Ich trage mir Queen auf und manage das mal mit der anderen Palette. Queen trägt sich schon mal ganz nett auf. Natürlich muss man mittlerweile ein bisschen kritischer sein, was das angeht. Ich meine, wir werden überhäuft mit Produkten, die wir natürlich als Frau, als Frauenverbraucher kaufen. Ja, natürlich. Trägt sich schon mal super auf, also toller Verblendungston. Ich würde tatsächlich mit diesem Rot noch arbeiten, und zwar gar nicht so wenig. Sondern wirklich schön ausgesmuckt. Also ich finde ihre Bilder toll. Das Problem ist, man kann einfach nicht so viel drauf geben. Man sieht das doch schon an den Videos und an den Bildern. Auch bei Hattie zum Beispiel ein Bild. Ich fand nicht, dass sie so im echten Leben ausgesehen hat. Oder was heißt im echten? Aber hinter der Kamera. Und hinter der Kamera sieht man schon ein Ticken besser aus, finde ich. Ich sehe auch hinter der Kamera oftmals ein bisschen besser aus als in Natura. Ist halt einfach so. Da freue ich mich auch schon immer. Ich bin aber auch nicht jemand, der sagt, oh, ich sehe immer aus im Leben. Genau. Und dann würde ich einfach sagen, tragen wir so ein bisschen. Lidschattenprimer habe ich immer, den von Essence. Den liebe ich abgöttisch. Jetzt versuche ich so ein bisschen das Lila wegzumachen. Kann man das erkennen? Also, es ließ sich super auftragen, hat keine Probleme gemacht. Dieses Glitzer ist noch von diesem Schimmer. Entweder liegt das an der Palette. Ich benutze auf jeden Fall You. Ich weiß, dass sie auch rote Lidschatten trägt, aber es ist halt eher so ein erdiges Mädchen. Das finde ich zum Beispiel gut. Sie ist nicht aus ihrer Zone rausgegangen, sondern sie ist genau da geblieben, wo sie, was sie eigentlich vertritt. Naja, aus der Komfortzone muss man halt nicht austreten. Also hier steht das auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie ihr das, wenn es öfters gebraucht ist, wie es dann ist. Aber ja. Ich habe sie eine Zeit lang abonniert gehabt. Dann hatte ich sie wieder entabonniert. Vor kurzem habe ich sie wieder abonniert. So. Seht ihr? Also die Pigmentation ist auf jeden Fall für die Drogerie so gut. Auf jeden Fall ist das halt so super schön orange. Ich sollte mal meine Augenbrauen vorher machen, glaube ich. Ja, mir fehlt so ein bisschen etwas ganz Helleres. Also ich meine, hier ist ein wunderschöner Schimmerton drin, den wir auch gleich benutzen werden. Aber mir fehlt hier entweder was Dunkles, Mattes und ein Helles. Also es ist ja nicht viel Auswahl, ne? Es ist nicht viel Auswahl. Ich gehe mal in den, in diesen hier. Was ist das? Das ist TNT. TNT. Wisst ihr, bei günstiger Schminke habe ich auch oftmals so ein Kratzen im Hals. Und ich finde es einfach gut, wenn man es erwähnt. Ich meine, in der Schule, wenn man mir was erzählt hat, habe ich auch besser zugehört, als wenn ich was selber herausrecherchiert habe, ja? Als hätte man mir gesagt, du guckst jetzt, was das alles macht. Der krümelt überhaupt nicht. Also ich bin gerade erstaunt, dass da nichts rumfliegt. Ich klopfe ja nicht ab. Aber ich sehe tatsächlich nichts. Also das von Alice Marie, Ellie, hat mehr gekrümelt in der Palette minimal. Also das Dunkle überhaupt irgendwie gar nicht. Gerade fast geschockt. Und der ist sehr, sehr schön für so Smoky Eyes. Kann ich mir den sehr gut vorstellen. Den werde ich mir, weil wir ja nichts anderes haben, um zu verdunkeln, auch in die Lidfalte geben. Ich
Mein Lidschatten sind da. Also da klopfe ich schon ab. Ja, anderer Plan. Also ich bin immer drauf aus, neue Sachen zu probieren. Ich möchte sagen, mein Lied ist nicht gesettet, ne? Also ihr habt gesehen. Also meine Mutter würde sich auf über eine Qualität freuen, die nicht ganz so stark pigmentiert ist. Ich dagegen denke so, wow, ich habe so viele Paletten. Ich möchte so viele Farben wie möglich testen. Von daher... Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich finde den Ton schön. Ich glaube aber, er steht einfach nicht mit dieser Farbe. Ich finde ihn zu kühl, für das zu warm. Man hätte vielleicht den Ockerton nehmen sollen. Wobei der auch eher warm ist. Also ich weiß nicht so richtig. Ob ich damit richtig so zufrieden bin? Ich denke eher nicht. Also... Meine Mutter, sage ich mal, die sich kaum schminkt, bis nie, ja, Lidschatten benutzt und dann auf einmal diese, also eine richtig Hammerqualität hat, so wie bei Ellie, ist halt schwierig. Ich würde sagen, die Tamtam Beauty Palette lohnt sich nicht eh. Das ist halt auch so ein Business, ne? Die ist toll, ich sag nichts dagegen, sie ist schön. Aber die Qualität kriegt man bei BH Cosmetics für mehr Töne mit weniger Geld, wenn man es so sieht. Also ich zahle 22,50 für die Ellie Palette und habe 14 Lidschatten. Hier habe ich nur 6. Hier sind zwar Bronzer und sowas drin, Blush und Highlighter und Contour, aber wenn das leer ist, ja, weil man einfach ein größeres Gesicht hat, dann ist halt, sieht es halt immer so schön aus. Genauso wie bei Lidschatten. Wir können das Ganze mal ansprühen. Ich ziehe mir auch heute eine Cut Crease. Boah, der Pinsel verliert gerade übelst Haare. Was ist los mit dir, BH10? Wisst ihr, dann ist es ja noch intensiver. Und dann, wenn das getrocknet ist. Also jetzt krümelt das komisch. Vorher hat es nicht gekrümelt. Und jetzt krümelt es, aber ich habe ja auch mehr aufgetragen, ne? Jetzt versuchen wir das Ganze mal hier so ein bisschen mit den Rotton ein bisschen so zu verblenden. Es ist mir auch zu viel, was gerade so gelauncht wird. Zu viel, was man kaufen sollte. Oder wo man einfach verleitet wird, es zu kaufen. Wo man es nicht braucht. Also die Ellie Palette, ja, die hat sich wirklich gelohnt. Ich bin ja mal gespannt, ob die sich für mich gelohnt hat oder nicht. Ja. Okay, wir haben, deswegen habe ich mich ja noch nicht gesichtstechnisch geschminkt. Bei dunklen Tönen mit Glitzer ist immer schwierig, aber es ist echt ein schöner Ton, wenn man ihn dann aufgebaut kriegt, wenn man es auf einem kompletten Lid, aber ich will ja noch mehr testen, ne? Ich will jetzt nicht es so belassen und fertig, sondern ich will jetzt noch versuchen, ein bisschen auszublenden. Mal gucken, ob ich das ausgeblendet hier kriege, weil hier gefällt es mir halt überhaupt nicht. Dann habe ich hier einfach mehr aufgetragen als auf der anderen Seite. Falscher Ton, falsche Palette, falsches Leben, falsches überhaupt was. Weiß auch nicht, ob das noch an dem Pinsel liegt, der jetzt auch nicht gerade so vorteilhaft ist. Aber gut, man sieht ja, man kriegt Pigment. So. Ich denke, jetzt sind einigermaßen beide Seiten gleich. Wobei das hier mich irritiert. Ich würde eine Cut Crease ziehen. Dazu benutze ich den hier von BH Cosmetics. Und den Pinsel von gestern. Weil heute ist Freitag. Ich wollte noch ein Video drehen.
Der ist wirklich sehr, sehr pastös und man braucht echt nicht viel. Nicht einen anderen Pinsel. Ich nehme den hier von W7, weil der funktioniert auch gut. Also wenn man zu faul ist, die Palette aufzumachen, kann man sich auch so in den Spiegel angucken. Ist auch schon mal Vor- und Nachteile gibt es im Leben. Die hat man vorher gar nicht gewusst. Achso, und ich mache ja Concealer drauf, damit wir einfach wirklich das Maximum rausholen. Ich denke nicht, dass man es morgens macht. Ich mache das ganz selten morgens. Auf die Zwischenlinie möchte ich jetzt... Ich mache meinen Pinsel einfach mal auf ein Kosmetiktuch sauber, weil ich nicht einsehe, 5 Pinsel dazu benutzen. Und außerdem kann ich den danach eh entsorgen wahrscheinlich. Und wenn der verliert gar nicht mal so viele Haare. Richtige Struggles hier. Wie gesagt, ich verlinke euch die Videos oder das Video, was ich geguckt habe und was mich dann so ein bisschen zum Nachdenken auch gebracht hat, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, mir überhaupt mal die zweite anzugucken. Ich habe es schon mitgekriegt, aber irgendwie habe ich gedacht, ja, und dann musste ich einfach gucken, ob es sich wirklich was verändert hat. Also der ist auch sehr, sehr schön. Ist einfach ein schönes, schimmerndes Braun. Ich glaube, den trage ich mir komplett hier auf. Der ist so, so schön. Bis vor... Das Schwarz war sehr, sehr krümelig. Aber das ist ja... Vorlaut stört mich nicht und auch nicht das Gekrümel in der Palette. Ich muss sagen, wenn ich jetzt nur schwarz wäre im Gesicht. Aber ich benutze sehr, sehr selten schwarz, gerade auch deswegen. Töne lassen sich gut auftragen. Ich weiß gar nicht, was da hinten dran stand oder so. Was stand denn da? Also das Kosmetiktuch ist schon mit Fallout voll. So. Dann möchte ich in meinen Innenwinkel was geben. Und zwar möchte ich den hier austesten. Heute werde ich auch so schlau sein und keine Wimpern dran machen, denn ein Look sieht immer mit Wimpern toll aus. Ich finde jeden Look, man kann sogar nichts im Gesicht haben und Wimpern, das sieht schon schön aus. Ja, ich benutze auf jeden Fall den hellsten Lidschatten. War ich gerade sauer auf meinen Sohn. Ja, ich würde sagen, ich trage mir alles Mögliche auf jetzt und dann kommen wir nochmal zu den Augen zurück, um zu gucken. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee, denn 20, 22, okay, Minuten wir befinden gerade uns in der Phase, wo wir aussehen wie ein Geist. Aber das ist ja genau das, was wir brauchen in unserem Leben. Mit den Augen würde ich sagen mal, ich wäre fertig. Ja, ich trage jetzt Mascara noch mit euch zusammen auf. Ich liebe sie. Ich kann euch nur davon schwärmen. Ich war noch nie so ein Mary Kay-Tändchen oder LR-Tändchen. Aber die Mascara, wenn ich sie denn finde, ist richtig gut. Die zeige ich euch jetzt schon fast einen Monat. Die ist wirklich gut. Ich habe meine Wimpern natürlich nicht gebogen, weil ich einfach viel zu faul bin. Übrigens habe ich keine weiteren Produkte von Tarte gekauft, weil es mir einfach viel zu teuer ist. Für ein loses Puder 13 Euro auszugeben. Es sind 15 Gramm drinne, ja. Ich bekomme aber auch von Manhattan auch, glaube ich, 15 Gramm oder so. Also relativ viel Gramm. Und ich brauche einfach, ich habe 7 lose Puder. Ich brauche kein loses Puder. Das hat mich halt null gejuckt. Das Transparente, ja, aber das Problem ist, oftmals merkt man es erst, wenn man einen Blitz macht oder so aussieht wie ich gerade. Ich habe gerade auch ein transparentes Puder. Ivory habe ich. Es ist hell und man sieht da, es ist ja krümelig. Ich habe mein Gesicht gerade eben schon angesprüht, damit wir so die erste Puderschicht runterholen können.
untere Augenpartie muss ich kurz warten. Das macht keinen Sinn. Wir fangen an mit der Palette, eine Kontur zu ziehen. Da benutze ich mal den Pinsel, der auch eigentlich dafür so gedacht ist. Sie kann schon recht haben, dass es zu ihr passt. Ich hatte heute Morgen auch sowas Ähnliches drauf. Von zu Eva. Ich war nicht ganz so glücklich mit dem... Also der höchste Punkt, sag ich mal, wo man eine Wange konturiert, ist der hier. Also das fällt ja schon so von selber. Also da sollte es eigentlich am dunkelsten sein und dann... Kennt ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seht einfach aus wie eine Pantomime? So gibt es mir ganz, ganz oft. Es ist lila stichig, finde ich. Also es hat schon so einen lila Touch. Ich meine, ich sehe jetzt gerade nicht berauschend aus. Und der Ton passt eigentlich ganz, abgesehen von meinem Gesicht. Ich meine, das, was ich auf den Augen habe. Das, was ich nämlich auf dem Gesicht haben werde, ist nämlich Bronzer und davon En Masse. Dass das immer so im Kameralicht so merkwürdig aussieht. Ich weiß nicht. Also ich sehe nicht arg viel heller aus. Dann nach der Kontur gehe ich einfach gerne mit Bronzer lang. Bronzer haben wir leider nicht, macht aber nichts. Dafür haben wir ja Highlighter noch. Mir ist zum Beispiel das Konturieren gar nicht so wichtig. Ich sag, ich bronze lieber eine Tonne mehr. Finde ich einfach persönlich viel, viel schöner. Sieht mich einfach viel, viel mehr aus. Aber das sieht sehr gut aus gerade. Also das gefällt mir wirklich gut gerade. Also mit der Kombi, mit dem Butter Bronzer und dem Sculpt Produkt sieht das gut aus. Ich muss sagen, dadurch, dass ich letztes Jahr gar nicht angefangen habe, so richtig zu konturieren, hat es mir nicht ganz so gut gefallen. So, dann gehen wir mit der Palette ruhig in den Blushton rein. Der soll ja gut pigmentiert sein und das ist er auch. Einfach erstmal abklopfen auf dem... passt sehr, sehr gut zum Augen-Make-up. Sehr warm. Aber schlicht, mag ich sehr gerne. Haben wir nichts auszusetzen. 15 Euro. Ich meine, hallo, irgendwas muss es ja können, oder? Und ich bin ein Otto-Normalverbraucher. Ich kann mich damit... Ja gut, bin ich ein Otto-Normalverbraucher? Eigentlich schon, ne? Ich bin ja kein Make-up-Artist. Ich kann mich nicht sonder was schminken. Nicht immer jedenfalls. Manchmal klappt es, manchmal weniger. Aber das hat bisher eigentlich ganz gut geklappt. Dann kommen wir zum Highlighter. Da habe ich ja auch ein Set. Ja, den Highlighter-Pinsel habe ich auch heute gesehen. Brauche ich in meinem Leben nicht noch einen? Also ich habe ein ganzes Set gekauft, ne? Fast für den Preis von der Palette. Der Highlighter ist wirklich schön. Der passt zum Blush. Jeden Fall. Den Pinsel finde ich komisch. Von BH Cosmetics aus der Highlighting Set, die Nummer 3. Sie sind synthetisch, sie tragen sehr soft auf. Um ehrlich zu sein, reicht mir das auch oftmals. Wenn ich ein Anastasia Beverly Hills Glow Kit auftrage, dann erwarte ich Wumms. Aber ich erwarte nicht von der lieben Tara Wumms. Von Maxim erwarte ich Wumms. Weißt du, was ich meine? Es kommt immer drauf an, wer es verkauft. So. Machen wir uns ein bisschen. Der hat so. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man einmal so drüber geht, dann sind da so ganz, ganz viele Schimmerpartikel. Sieht aus wie Glitzer, ist aber so Schimmer. Okay. Ja. Palette, ja, kann man mal machen. Muss man aber nicht. Liebe Tara, hast du toll gemacht? Ja, ich würde meine eigene Marke auch in den Himmel loben, ist doch klar. Es ist dein Baby. Und ich, Depp, hab's natürlich gekauft. Nein, sie ist schon schön. Gefällt mir. Macht was her.
Bisschen sehe ich aus wie eine Pantomime, ne? Wir konzentrieren uns bitte nur auf die Gesichtsprodukte. Sieht das ein bisschen fleckig? Ich bin mir nicht so sicher. Und die Augen. Also die Augen sind echt schön. Und das Gesicht gefällt mir auch. Großen und Ganzen, ja, kann man schon so, machen. So, ich bin wieder vorhanden. Also meiner Meinung nach, man kann es machen, ja, für 15 Euro. Aber es gibt auch viele verschiedene Paletten in der Drogerie, die genauso gut ist. Zum Beispiel die Essence neue Palette sieht so, hat auch so ein wärmeres Farbschema. Es muss nicht unbedingt sein. Ja, so ist ein bisschen erträglicher, das Licht. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass mein Auge hier so ein bisschen, ja, anfängt ein bisschen zu jucken. Keine Ahnung, ob es jetzt von dem Lidschatten ist. Gestern hatte ich es jetzt zum Beispiel nicht. Kann also auch nicht vom Concealer sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt keine... Aber ich kann gut ausverstehen, dass es vielen viel zu teuer ist. Es war auch die einzige, die jetzt mitgekommen ist. Von den ganzen Paletten. Das Puder war beliebter, sag ich mal. Und auch Highlighter-Pinsel. Aber der war auch erschwinglicher. Die Schwämme habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich habe nur die Palette gesehen. Ich hatte auch nicht so viel Zeit im DM. Und ich wollte auch nicht so viel Zeit vertrödeln im DM. Ich bin ja im Aufbrauchen. Also von daher minimalistischer halten, sag ich mal. Ja, was soll ich euch sagen? Im Großen und Ganzen... Ne, in Ordnung, Palette. Würde sie eben 6,95 kosten, hätte ich das befürwortet und gesagt, ja, das könnt ihr euch auf jeden Fall zulegen und ausprobieren, denn der Look ist an sich gar nicht mal so verkehrt und viel habe ich da auch nicht dran rumgemacht, sag ich mal. Ich habe mir Zeit gelassen mit euch, ja, aber jetzt nicht, um versucht hier die harten Kanten zu verblenden. Also durchaus eine schöne, und es gefällt mir auch. Es gefällt mir, es ist für mich auch ein Tages-Make-up. Ich kann es gut tagsüber tragen, aber ich kann es auch gut abends tragen. Von daher, ja, ja. Ich würde sagen, es ist schon eine in Ordnung Palette für 6,95. Holt euch sie, wenn sie im Sale ist. 50%. Dann holt sie euch auf jeden Fall für 14,95. Kann man auch liegen lassen. Also so besonders ist sie nicht. Wenn man natürlich die Tamtam Sisters unterstützen will, dann haut rein. Bunzkikowski. Und schaut auf jeden Fall unten in der Infobox, da verlinke ich ein paar Videos zu der Palette, falls ihr euch interessiert. Denn den schwarzen Ton finde ich schon besonders. Das Problem ist einfach der Fallout. Das erste Mal, als ich ihn aufgetragen habe, da waren sie einfach noch von der Pressung gut gepresst. Und ich vertrage auch nicht immer Setting Spray im Auge. Das ist so. Für mich muss eine Palette auch ohne Setting Spray funktionieren. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Und es ist meine Meinung. Ich vertritt sie selber. Ist mir egal, wer was sagt. Ich benutze es auf meinem Kanal. Ich kann meine Meinung äußern. Es ist mir auch egal, ob es Tara gemacht hat oder jemand in China. Oder, wobei es auch passt, ne? Oder jemand in Köln oder in der Schweiz. Es ist mir egal. Ich möchte einfach eine Qualität, die ich bezahle. Ich zahle 15 Euro für ein paar Gramm. Ich möchte was haben davon. Ja. Ich rede um den heißen Brei, ne? Das wollte ich noch. Also mit dem Highlighter-Pinsel hat es mir nicht so gefallen, aber es ist schon in Ordnung. Ich werde mich eh demnächst wieder abschminken. Also von daher, ja. Ich wünsche euch was, wir sehen uns das nächste Mal. Und diese Partikel fliegen aber auch ganz schön an dem Highlighter-Pinsel rum. Und ich habe heute nur Taras Ding benutzt. Seht ihr das? Oh, es sieht aus wie ein Filter. Ist aber kein Filter. Na gut, ich wünsche euch was. Ciao, waren 30 Minuten, es reicht. Ciao. Entscheidet mal selber, ob ihr sie gut findet und kaufen würdet. Oder lieber liegen lassen. Gerne mal in die Kommentare. Ciao.